Hallöchen zusammen und willkommen zurück zu Kein Minecraft Let's Play. Mit mir dabei Gretne Penetica. Hallo. Und Trekkinator Anoholic. Moin moin. Um mal die vollen Namen zu nennen. Ich finde meine Brücke eigentlich gar nicht so schlecht. Nein, die ist auch eigentlich gar nicht so schlecht. Ihr redet die voll runter. Das ist. Wir hatten uns telepathisch abgestimmt, dass wir einfach sagen, egal was du baust, das ist voll doof. Scheiße. Ja. Na toll. Nee, hast dir schon Mühe gegeben. Ja. Und das Haus wird langsam auch. Guck mal, die Hühnerstange, ist die so cool oder müsste die... Nee, die ist scheiße, da springt die ja nicht drauf. Ne? Nee, ich habe schon alleine entschieden. Yeah. Die Hühnerstange. Hm. Ich brauche Treppen. Wir hatten noch nur Steintreppen, gell? Ich glaube ja. Aber was in der Kiste mittlerweile schon drin ist, bin ich eh nicht so ganz sicher. Oh Gott. Ja, wir sollten da wirklich, glaube ich, mal anfangen zu sortieren. Was da ist ja sogar noch ein Bett. Oh je. Was ist denn hier hinten? Da ist auch alles Mögliche haben. Drin. Nee, also wir sollten... Wie sortieren wir denn das am geschicktesten? Das könnt ihr ja mal machen, da bin ich generell eher schlecht. Huch! Ich glaube, ich bin da auch eher Was schlecht. Was hast du da gemacht? Du hast da schon angefangen mit der Wendeltreppe. Ja, ich bin nur gerade überlegen, ob die nicht ein Ticken zu groß ist. Meint ihr zwei breit oder ein breit? Ja, zwei breit. Achso, das ist jetzt zwei breit. Aber ich glaube, eins breit reicht doch, oder? Ja, weil es dann so schmal ist, dann geht man wie so ein Kirchentürmchen hoch. So ein ja, aber eine Wendeltreppe ist doch generell immer ziemlich schwal. Schwal. Außerdem bist du schon fast ganz oben, so von wegen viel Wendel kommt da nicht mehr. Ja, wir müssen das Dach glaube ich, mal um eins erhöhen, weil ich finde, das ist so niedrig hier drin, oder? Ja, dann würde ich aber ehrlich gesagt lieber den Boden um eins tiefer machen, als das Dach erhöhen. Können wir auch. Dann fange ich damit mal an, dann reiße ich die Treppe wieder ab, das war eh nicht so viel. Ist der Anno noch anwesend? Der Dago noch anwesend? Der Dago ist noch anwesend. Nein, ich bin in den Keller gefallen und gestorben. Ja, ich bin mal wieder gestorben. Und da steht ein Schaf. Da steht Keller. Ein Schaf im Keller. Im Nirgendwo. Ein Schaf im Keller. Oh, das kann doch nicht wahr sein. Ich krieg noch die Krise, ey. Oh ja. Kacke hier. So ein Kack. Scheiße. Und vor allem jetzt komme ich wieder an dem ganzen Eisen und dem ganzen Kram vorbei und es wird wieder dunkel. Na, herzlichen Glückwunsch. Ist ja alles super. Dann hat sich ja alles gelohnt. Sich alles gelohnt. In unserem Keller steht übrigens ein Schaf. Och, schön. Ein Schaf im Keller. Ja, Mäh, ihr Schafe. Es kann da unten, wird es verhungern. Das ist da unten jetzt auch nicht so schön. Ich gucke um mich rum und sehe, es ist eigentlich nur noch zwei Holzplanken, auf denen ich mich gerade so vorsichtig... Der Anne und ich, wir haben einfach mal so ganz, ohne dich quasi mit einzubeziehen, vollkommen krasse Umbaumaßnahmen gestartet. Au, Aua. Was tust denn du da? Ich habe die Treppe erreicht und bin dann runtergefallen. Ich bin auch runtergefallen. Bist du auch tot? Nein. Na, ist ja schön. Ich spüre den Unterschied. hast du unsere Kisten auch aufgeklopft? Sieht hier nämlich so aus wie der Inhalt der Kisten. Teilweise. Nee, das ist Penetikas Tod. Ach so. Im Keller sind meine Sachen. Finger weg. Penetika hat, du hast ein Bett dabei? Ja. Ich habe oben das Bett abgeschlagen. Das kann man doch immer wieder gebrauchen. Ich habe das oben abgeschlagen. Okay. Wieso hat, oh Gott. Die Brücke hat einen Pfeiler. In der Mitte. Nicht in der Mitte. Achso, ja, so Pseudomitte meine ich. Ja, das ist Mitte vom See. Oh. Von hier sieht's ganz nett aus. Oh Mann, ihr redet ja auch immer schon schlecht. Irgendwann wird die beleidigt in sich zusammenbrechen, die arme Brücke. Die haben mich alle nicht lieb. Ihr redet immer so schlecht. Mimimi. Mimimi extrem. Die Brücke. Die Brücke. Wir haben ja auch noch einen Keller. Was machen wir eigentlich mit dem? Oh Gott, sieht das scheiße aus von hier unten gerade. Der Keller ist auch viel, viel zu... Ja. Das war einfach das Problem, dass wir am Anfang überleben wollten und dann einfach im Keller gegangen sind und rumgeklopft haben. Ja.
Der ist echt nicht der Renner, der Keller, so wie er jetzt ist. Bisschen aus Langeweile habe ich so fast das Gefühl. Warst du eigentlich gerade beim Feld, Benedikt? Ich? Ja. Nee. Okay, dann gucke ich nochmal. Was bist du an meinem Feld? Ich war vorher schon einmal ernten. Du gehst ernten? Ja. Ist aber mein Feld. Ein Feld, das in deinen Bereich fällt, ja, ich weiß. Und trotzdem. Wie dann, trotzdem? Dann wachsen die Sachen schneller nach. Oha, jetzt hast du aber hier... Wenn du die erntest, wachsen die Das ist dein erster nach. Strike. Ja, ja, solange wieder Platz ist, wachsen die wieder nach. Mir fehlt was. Irgendjemand muss da unten was geklaut haben. Was denn? Ich habe hier noch Setzlinge und ein Ei. Was fehlt dir denn? Mir fehlt meine Hacke. Oder hast du die geklaut, um an meinem Feld zu arbeiten? Stimmt, ich habe eine Hacke, die... Du willst mich meines Feldes brauchen. Die habe ich wohl eingesammelt. Schon, die wird gleich jemand ermordet. Habe ich wohl eingesammelt, als ich runtergefallen bin. Du kannst auch ein bisschen Zucker haben und eine Hacke und was haben wir noch? Kürbis. Ein Kürbis. Ein Kürbis an die Übel. Oh, oh. So, das geht einfach nur eins runter. Zum Glück. Ja. Jetzt bräuchte ich meine Schaufel. Wer hat meine Schaufel geklaut? War das eine, die nicht mehr viel hat? Also so vom Balken her? Möglich. Du kannst aber auch eine relativ neue auch einfach haben. Neu machen. Achso, hast du noch eine einstecken? Da müssen aber eigentlich noch Stäbchen sein. Stäbchen? Also ja, ich habe auch noch. Essen, also ich hätte mir auch einfach jetzt eine machen können. Wäre jetzt auch nicht so schlimm. Ja, Mann, pass auf, hier unten ist nicht mehr viel. Da ist doch nur Erde gewesen gerade. Ja, die kann man von unten ja gerne abbauen, aber nicht von oben, weil der unter ist teilweise dann freier Fall. Okay. Nee, das wollte ich jetzt nicht. Wobei, der Keller so hoch, war das... Yeah. Ja, der ist hoch, ne? Das ist krass, der Keller ist voll, das ist geil. Das ist ein Hochregallager, ja. Ich kann es mir gerade auch nicht anders erklären. Müssen wir irgendwie mal überlegen, was wir aus dem Ding machen. Vielleicht hat ja jemand eine Idee. Ja. Schreib's doch in die Kommentare, ja. Warum nicht? So, jetzt habe ich kein Lagerhaus, keine Ahnung. Wo Lagerhaus? Wo die ganzen Kisten reinkommen mit unseren gesammelten Dreckkoppels und so. Ja, das kann man machen, aber da müsste man den trotzdem noch mal ein bisschen herrichten. Also so sieht er ja echt bösartig aus. Abgesehen davon, dass er eigentlich nur aus Dreck und Steinwänden besteht. Bisschen creepy da unten. Geht das aber auch? Gut. Ja, keiner will jetzt hier diese dämliche Box hier kaputt machen, ne? Weil keiner Bock hat, den Kram da wieder einzusammeln. Also ich kann ja ein paar Sachen schon mal rausnehmen in mein Inventar. Dass es nachher hier nicht so völlig wild rum... hier rum sich verteilt. Aber mehr Platz habe ich jetzt nicht mehr. Wie viel Platz hast du noch im Inventar? Auch nicht mehr viel wahrscheinlich. Naja, ich kann mal so Sachen nehmen wie Kürbis und so, was ich sowieso... Kann man Betten stapeln? Nee, ne? Nee. Aber dann habe ich jetzt mal alle Betten, ist auch nicht schlecht. Als Bettenkontrolle. Ja. Eier kann ich dir eigentlich auch geben. Du hast da bestimmt auch noch ein paar im Inventar, oder? Yep. Weil dann... Okay, jetzt ganz schnelle Quick-Umfrage. Treppe einbreit oder zweibreit, damit ich es jetzt finally weiß. Also ich glaube, wenn du wirklich eine Wendeltreppe machen willst, macht's mit einem Sinn. Sonst brauchst du relativ viel Platz. Ja. Da geht's nur einmal im Wendel. Also es ist ja dann kein Wendel. Es geht generell nur einmal im Wendel höchstens. Also. Wieso? Wenn du immer nur eine Stufe machst, kannst du schon im Kreis machen. Ja, okay, kann man machen. Also wenn das überhaupt sich dann lohnt. Das weiß aber ich noch nicht, aber ich werde es jetzt gewahr. Bau es doch mal mit einer, dann... Du müsstest... danke. Sehen wir dann gleich, ob das gut aussieht oder nicht. Wieso machst du jetzt den Unterbau aus Stein? Naja, ich wollte nicht nur dieses Holz haben. Dann mach doch die ganze Treppe aus Stein, oder? Sieht es blöd aus, eine Steintreppe. Die können wir auch. Kann man eigentlich Stufen auch aus dem guten Stein machen? Also den man gekocht hat? Also gebacken, also im Ofen? Gute Frage. Ziegel, diese roten? Halt. Stein hat's hier. Die Steintreppe. Oder Ziegel. Ja, nee, Ziegel ist wahrscheinlich dann blöd, ne? Also Ziegel würde gehen. Aber... Warte mal, ich möchte mal probare. Probare? Guck mal hier mal da rein da. Ach, da ist noch Glas drin.
Glas habe ich auch noch. Wieso? Wo hast du Glas drin? Ach, hier im Ofen. Habe ich schon raus. Ach so. Habe ich schon weg. Ist schon weg. Ist schon weg. Jetzt müsste irgendjemand hier noch den Scheiß da raus. Ach komm, ich hau's jetzt einfach klein. Ist auch egal. Es sind ja nicht mehr viele Sachen drin, zum Glück. Okay. So, jetzt kann ich nur auch die Kiste nicht nehmen. Ja. Musst du so oft die Sachen aus deinem Inventar tauschen, bis du irgendwann mal die Kisten eingesammelt hast. Hast du sie? Ja. Ja, jetzt ist die Frage, stellen wir die jetzt einfach so wieder hier hin oder machen wir jetzt ein bisschen Einrichtungsmanöver auch? Wir sollten die fast ein bisschen sortieren, wenn wir schon jetzt die Möglichkeit haben, oder? Ja. Aber wir müssen uns beeilen, weil hier liegen noch Sachen rum. Ja. Hier hinten ist oder übrigens noch eine Kiste. Oder der Anno hebt die jetzt einfach mal auf. Anno. Ja, wo? Komm mal her und heb mal die Sachen hier in der Ecke auf. Komm mal hier in der Ecke. Mach mal, hier sauber. Ich guck in die Ecke. Ich schäme mich. Ich stehe in der Ecke und schäme mich. Tut mir so leid. Darf ich? So. Ja, geh wieder raus aus der Ecke. Bau weiter. Wie richten wir denn hier ein? Wir haben schon mal so ein Baumhaus zusammen so schön eingerichtet, wir zwei. Das stimmt, ja. Wir haben Wolle? Ja. Ich habe vorher auch von meinem Trip mitgebracht. Wolle. Ich hatte ja die Schere dabei. Bleibt denn die Treppe hier so? Ich finde die Treppe hier eigentlich auch nicht so, den Renner hier am Eingang. Oder? Oder ist es eigentlich gut? Die Treppe auch. Ich habe die nur damals dahin gemacht, weil ich keinen Bock auf dieses Hüpfen hatte. Die Frage ist. Können sie aber jederzeit gerne abreißen. Wo die Alternative, wo wir die hinmachen sollen, wäre zu überlegen. Ich meine, du kannst ja auch einfach Leitern hinmachen. Du musst ja keine Treppe. Ja, stimmt, wir können einen. Ja, Loch, nenne ich es jetzt mal. Wo wir dann einfach eine. Können wir machen. Sollen wir das dann aber auch hier vorne oder vielleicht hier irgendwo, so mit ein bisschen Abstand? Oder halt, wenn das da hinten hier jetzt das Treppenhaus ist. Vielleicht dann auch hier. Da dann runter geht noch. So wendelmäßig weiter in den Keller oder wie? Ach so, oder das? Kannst du das machen? Ja. Dann müssten wir nur halt. Ein bisschen mit diesem Wendelding ein bisschen irritierend, aber. Was denn? Ich glaube, wir kommen hier auf einer falschen Ebene raus. Lass mal ganz kurz hier. Ja. So viel Wendel ist nämlich gar nicht. Wieso? Du kannst auch jetzt, gehst jetzt hier noch einmal rum. Also ich bin wieder in deinem Kopf. Du kannst jetzt hier. Warte mal. Also ich hätte es ja eher einen Ticken anders gebaut, aber okay. Wie denn? Ja, wir müssen ja theoretisch, warte mal, ein. Was war denn das jetzt wieder? Eins? Hallo. Achso. Ich habe den schnellen Weg genommen. Also, was ich gemacht hätte, ich hätte jetzt hier gesagt, man macht hier zwei Stufen. Zwei Stufen? Zwei Stufen so, dann macht man hier eine gerade Fläche und dann macht man hier wieder zwei Stufen und dann wäre man oben. Aber das ist doch dann keine Wendeltreppe. Naja, so ein bisschen. Das ist eine einmal um die Ecke Treppe. Ja, aber spart ein bisschen Platz und gefällt nicht, dann sag's gleich. Ich will nicht wieder solche diskriminierenden Beleidigungen wie bei der Brücke hören, ja. Diskriminierende Beleidigungen. Schau mir mal. Ja, würde ich mal sagen. Mach mal. Mach du erst mal. Mach du erst mal. Mach mal. Abgerissen ist es ja dann nachher schnell. Naja, wir holen wieder den Creeper ran. Du müsstest noch mal herkommen kurz, Dago. Und dann? Ach, Mensch, wieso verwechsel ich euch denn heute die ganze Zeit? Ich bin der hier, der springt. Also ich habe zumindest mal die Kiste aufgenommen. Das war ja auch schon mal nicht ganz schlecht. Ach, Eier kann man auch nur 16 haben. Jo. Dann mache ich mal noch einen Kuchen. Ja. Wer braucht jemand was zu essen? Im Moment nicht. Ja. Du kannst was vertragen. Ja, so brauchst du noch Getreide eigentlich? Brauchen wir für einen Kuchen gar nicht, ne? Kannst du Brot draus machen? Ich habe nur zwei. Ich habe keins mehr. Ich habe so eine dämlackische Blume, die könnte man mal irgendwo hinstellen, einfach, dass die mal irgendwo steht. Einrichtungen. Ich überlege gerade immer noch. Es wundert mich ja ein bisschen, es ist auch schon wieder Nacht, hier ist niemand mehr. Ja. Ist es eigentlich jetzt so beschlossen, dass Anno die Treppe jetzt auch nach unten baut? Ach so. Ist es beschlossen? Dann müssten wir aber vorher klar machen, wie weit unten denn dann sein wird, ne? Weil. Ja, zumindest da sollte es dann auf jeden Fall, weil ist da gerade noch nichts, oder? Nee.
Nee, unter mir dürfte noch wahrscheinlich fester hier, Boden sein. Das hier in die Richtung, ne? Ja. Ja, müssen wir hier auch ein bisschen rausbuddeln. Gott, war das schräg. Ich bin gerade gleich die Treppe hochgelaufen. Auf der anderen Seite finde ich es jetzt auch gar nicht so schlimm, dass du hier reinkommst und dann ist da gleich die Treppe. Oder? Findet ihr das blöd? Ich finde, naja, ich weiß nicht. Nee, war bloß ein Diskussionspunkt halt vorher, aber schlimm finde ich es jetzt auch nicht. Wir müssen nur Anno, glaube ich, irgendwann mal sagen, was er tun soll. Das Einzige, was ich gut fände, wenn wir hier wirklich die Treppe so lassen, wenn die eine Wand hätte. Weil sonst ist die so gefährlich, sieht die aus. Die das sieht ein bisschen... Dürfte noch machbar sein. Du meinst hier rechts diese... Da hier. Ja. Ja, auch auf der anderen Seite. Also wenigstens eine Wand und unten drunter halt, dass sie unten drunter noch... Aber da müssen wir erstmal gucken, was hier mit dem Raum überhaupt passiert, wie tief der überhaupt wird und ob wir den nicht wieder auch aufschütten. Ja, mein, so lange kann es ja erstmal provisorisch bleiben. Wir sind hier eh nicht so oft unten, solange das Lagerhaus noch nicht Lagerhaus ist. Ja, eben. Und hier müssen wir uns fenstertechnisch Gedanken machen. Ja, die sind jetzt eigentlich zu hoch, die Fenster. Sehr spartanisch auch, ja. Sie müssen... Sieht so ein Keller-Ding. Ja. Ich schau mal eben aus dem Fenster. Glaube ich, aber einfach, dann würde vielleicht einfach unten halt, wird sie größer machen, ne, oder? Ja, so Längsfenster. Also entweder so. Viererfenster. Oder hohe. Entweder Viererfenster oder Längsfenster. Wir können ja mal einfach Längsfenster machen, wenn das doof aussieht, machen wir Viererfenster draus. Ja. Ich habe sogar gerade... Ach nee, aber ich habe keine Scheiben. Wir machen Scheiben, ne? Ich habe die Scheiben. Du hast die Scheiben. So, also machen wir mal hier das hier weg. Ja, ich mach schon mal weg, dann kannst du immer einsetzen. Oh, fast. Fast das Fenster zerhauen. Es ist rausgefallen. Es sind echt keine Monster am Start. Ist hier irgendwas kaputt eigentlich heute an dieser Map? Hat Anno die Brücke zu hell gemacht? Vielleicht. Die helle Brücke. Was denn? Ihr habt immer nur was gegen meine Brücke. Das ist halt nur... Die war zu hell. Ich weine. Ich weine, ja eben. Die sieht gar nicht so schlecht aus. Haben wir ja gesagt. So ganz schlecht ist sie gar nicht. Naja, das klang eher so wie, naja, Hauptsache sie bricht erstmal nicht zusammen. So war es auch gemeint. Super. So. So, wie sieht das jetzt aus mit den Längsfenstern? Seid ihr jetzt zufrieden? Zwei Pfeiler? Sieht das besser? Aua. Also das Fenster ich weiß nicht, hier ob ich das mit der Wolle noch, cool finde. Das Fenster hier hinten sieht doch irgendwie komisch aus, oder? Hä? Jetzt habt ihr mich beide was gefragt. Was sieht komisch aus? Das Fenster hier. Das ist, das so, ist geradeaus? Ja, das hätte ich vielleicht, glaube ich, tatsächlich als Zweierfenster gemacht. Ja. So. Das ist doch schön. Ha? So schöne Fensterfront Richtung grün. Dann machen wir das hier. Man sieht sogar die Brücke. Anno. Ja. Hier machen wir es auch. Ah, auf der oder auf der Seite? Das ist jetzt die Frage. Naja, symmetrisch wäre es auf der Seite. Guckst du auf andere Seite? Ja, nur das andere ist auch nicht 100% symmetrisch. So von... Ach so, meinst du, dass es in der Mitte ist vom Raum? Ja, wobei kriegen wir... Das wird vermutlich nicht reichen, weil die hier ungerade sind. Dass wir das... Da müssen wir, wenn dann, schon ein Dreierfenster machen. Ja. Ja. Geht das? Geht schon, ne? Ja, geht schon. Aber will man das? Siehst du halt noch mehr Brücke, ne? Das ist eine Frage. Musst du halt denken. Das ist ja... Ich werde nie wieder eine Brücke bauen. Komm, wir machen alle Viererfenster, oder? Das ist blöd mit den Zweierfenstern. Bei diesem riesigen Raum hier. Ja. Oder wir machen halt hier nochmal Zweierfenster hin. Aber ich fände es fast schöner, einfach hier auch nochmal ein Viererfenster hin. Das Schmale sieht auch irgendwie so nach Burg aus, fast schon irgendwie, oder? Mhm. Also so. Bei meinem Pack sieht es blöd aus. Weiß es nicht, vielleicht liegt es auch am Pack, aber... Nee. Ich glaube, es liegt nicht nur am Pack. So. Ich komme hier nicht raus. Wie? Ich kann hier nicht weiterlaufen. Besser. Mhm. Alt, war das jetzt richtig? Was aber, nee, ne? Nicht, was aber nicht heißt, dass wir hier nicht nochmal mehr Fenster auf die Seite machen können. War das jetzt richtig, was ich gemacht habe? So symmetrietechnisch? Warte mal, ja. Schon, ne? Mhm. Ja.
Okay, dann hau rein ins Fenster. Ja, wir müssen mal gucken, weil ich dachte vielleicht, dass wir hierhin die Küchenzeile machen, hier in diese Ecke. Mhm. Wie viel Uhr ist eigentlich? Wir sind quasi jetzt, haben gerade das Ende erreicht. Okay. Dann sage ich das jetzt noch nicht, dann bleibt es eine Überraschung fürs nächste Mal. Wow. Ey, wer macht denn hier Glas kaputt? Aber niemand. Wer wohl? Niemand? Wer würde das denn tun? So. Okay, ja, dann sagen wir wieder Tschüss für diese Folge. Und wir sind selber gespannt, wie es weitergeht. Ach so, Leute, ja, machen wir mal. Ja, machen wir erstmal Schluss. Tschüss. Ciao. Tschüss.